Braucht einfach noch fast 4%. Er ist halt so heftig behind. Nicht mehr lustig. Wie krank der behind ist. Klassischer Blade halt. Einfach ein bisschen zurückgeblieben. So, mir online geschafft hat. Oh, Jax. 23.05. Ein Monat. Ach, wäre in Boudeng? Ach so. Oh. Ja, ich hätte jetzt eh niemanden rausgeschmissen. Sowas will ich niemals tun. War nur ein Joke. Ich wollte sowieso keinen rausschmeißen. Es war nur ein Test. Was ich dann auch ziemlich ungewöhnlich fand, weil wenn er wirklich so viel Zeit müsste, ich instant F-Coin finden. Ich meine, die 100 Mio lässt sich keiner durch die Lappen gehen eigentlich. Und dann hat ein paar Minuten später einer geschautet, verkaufe 1000 F-Coin. Ich habe ihn dann sofort angeschrieben und habe ihm 350 geoffert. Und dann dachte ich mir jetzt so, na gut, der mit den 450 wird halt das Safe. Der wird dem Safe geschrieben haben und ihm wahrscheinlich 400 angeboten haben oder irgendwie so, keine Ahnung. Also ich dachte mir, die kriege ich Safe nicht. Und dann hat der mir aber komischerweise geschrieben, 350 ist zu wenig, aber für 370 kannst du sie haben. Und ich meine, zwei Shouts über seinem, dass er 1000 F-Coin verkauft, war quasi der Typ, der geschrieben hat, kaufe F-Coins für 450. Und dann habe ich so gesagt, nee, 370 zahle ich nicht. Und ja, dann hat sich das halt erledigt gehabt. Und dann dachte ich mir, irgendwie komisch. Wie kam es überhaupt dazu kommen, dass der Typ mir das für 3,70 anbietet, wenn da vorne einer 4,50 zahlt? Und dann dachte ich mir, wahrscheinlich war das ein anderer Account mit den 4,50. Und der wollte einfach nur, dass die Leute sehen, okay, da ist so ein Verrückter, der zahlt 4,50. Das heißt, wenn der mir das für 3,70 anbietet, ist das ein guter Deal. Und das heißt, das war safe ein Betrüger. Das war safe einer, der mit zwei Accounts sich gegenseitig hochschaukeln wollte. Der wollte, dass du denkst, ey, jemand zahlt 4,50. Also ist es nicht schlimm, wenn du statt 3,50 3,70 zahlst, zum Beispiel. Das ist so crazy, ey. Also ich meine, ich kann es nicht beweisen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Betrüger war. Muss man echt aufpassen, Leute. Das Game ist ganz schön kriminell. Und Level up. Der Typ heißt einfach 15366. Was für ein charmanter Name. Und dahinter stand die Doppel-Null. So, zieh euch das rein, wie viele Green Crystal ich habe. Das sind nicht mal alle. Ich habe noch 2000 eingelagert und auch schon einige beim NPC verkauft. 23.000 Green Crystal. Oh. Delicious. 25 Mio. 25 Mio, 800k. Schmeckt. Ach so, wie viel Geld ist das? Nur 12 Mio. Na gut, das ist auch echt wenig. Also 36, 6 Diamonds wollen wir mindestens. Let's freaking go, baby! Sir? 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 Scammed. Das war aber ohne Spaß das erste Mal seit einer Woche, dass es nicht gut lief. Das war das erste Mal seit einer Woche, dass es nicht gut lief. Allein gestern war geisteskrank eigentlich. Zieht euch den Spawn da vorne rein. Ja, damn, brother. Those are quite some mammoths.
Da kommt ein Chinese Dude eingeloggt. Kannst dich direkt wieder ausloggen, Bro. Kannst dich direkt wieder ausloggen, Big Bro. Hier gibt's nichts zum Einloggen. Hier gibt's nur Gründe, um sich auszuloggen. Little Chinese Bro. No. Ich hatte gestern einen gesehen. Das war auch ein ziemlich günstiger eigentlich. Für 4,50 im Shop. Earthquake Schaden plus 9. Und da habe ich mir gedacht, na gut, okay. Sounds pretty nice. Und was habe ich gemacht? Ich habe ihm eine Nachricht geschrieben. Den lowball ich mal. Genau. Habe ihm eine Nachricht geschrieben. 3,50 würde ich nehmen. Es kam keine Antwort. Er hat ihn auch verkauft. Ja, Nachmittag war er dann weg. Also ich war dann nachmittags nochmal online, weil ich noch mein Geld ausgeben musste. Und da war er dann weg. Deswegen kam wahrscheinlich keine Antwort. Red Meteor, easy, 2 AG-Äxte und boom, selber droppen und boom, Level up. Gut. Also tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich tendiere tatsächlich zu Knight. Ich habe irgendwie Bock auf One Knight. Einfach nur, weil er cool aussieht. So einen richtig dicken Stab in der Hand. Das stimmt, so einem richtig dicken Gerät, wo er beide Hände drumherum steht. Was? Hold up. Moment, achso, du meinst Flive. Was? Sowas bewirbst du? Das war ein obvious joke, my man. Genauso wie dieser Tod. Junge! Alter, also jetzt mal ohne Scheiß, Alter. Ich mache einfach Blinkpool, ich stehe da eine Sekunde und dann sterbe ich einfach. Dieses verkackte Dreckspiel. Junge, wie bin ich bitte gestorben? Ich bin ganz normal weggeblinkt und dann einfach tot umgefallen. Es war nicht mal ein Monster in meiner Nähe, als ich gestorben bin. Also. Und wieder hat meine RM überlebt. Wenn der RM überlebt, ist es nicht gerechtfertigt. Kann ich nicht oft genug betonen. RM lebt, tot, unfair. Tod ist gleich Scam. 10,7 Mio. 10,7 Mio, das ist ja nix. 5 Diamonds, vielleicht klappt es diesmal. Wir haben 3, wollen 8. Wann kann man sowas wie CW Red Meteor mit Blade Psy Solo laufen? Plus AM. I hate my life. Rex Item. Er droppt einen Indie Red plus 3 und ich droppe einen AG Staff. Life is not fair, man. Naja, die Vögel nerven. Was auch nervt, ist, dass es schon um 4 Uhr hell wird oder so. 4.15 Uhr oder so wird schon hell. Fühlt man sich plötzlich so richtig elendig dreckig. So ein richtig wertloses Stück der Gesellschaft. Wie so ein Aussätziger. Ganze Nacht durchgezockt wie so ein scheiß Suchti. Das ist so ein räudiges Gefühl, wenn es draußen schon hell wird und du noch nicht mal im Bett warst. Räudigstes Gefühl ever.
Also wie sonst auch. Hey. Sir?